Augen gesehen hat. Es ist für jedes Kind und eigenständig denkenden Erwachsenen offensichtlich, dass sich Sonne, Mond, Sterne und Planeten, jedes Licht im Himmel über uns, um die bewegungslose Erde zu unseren Füßen dreht. Es ist auch klar zu sehen, dass Sonne und Mond beide annähernd dieselbe Größe haben und sich relativ nah zur Erde befinden und nicht etwa 400 Mal verschieden groß sind und Millionen über Millionen Kilometer entfernt sind. Sich zugunsten von solchen unbewiesenen Science-Fiction-Fantasien von seinen Sinnen und täglichen Erlebnissen zu trennen, ist ein solch extremer Irrtum, dass er den gehirngewaschenen Gläubigen unfähig macht, seinen natürlichen Instinkten zu vertrauen. Auf eine Entfernung jedoch allmählich zum Fluchtpunkt hin niedriger werden. Obwohl die Sonne zu jeder Zeit oberhalb und parallel zur Erdoberfläche ist, erscheint sie von Morgen bis Mittag am Firmament aufzusteigen und am Abend unter den Horizont abzusteigen und zu versinken.